Vor kurzem fand das erste Reformer Kinderfest auf dem Gelände des neuen Kinderspielplatzes Keltisches Dorf am Kirschweg statt. Organisiert wurde das Fest wie das Reformer Osterfeuer vom Bürgerverein Reform mit Unterstützung vieler Sponsoren und Helfer aus dem Stadtteil. Es wurde ein großer Erfolg. Denn wie schon beim Reformer Osterfeuer wurden die Erwartungen auch diesmal bei Weitem übertroffen. An die 5000 Besucher wurden im Verlaufe der 4 Stunden auf dem Spielplatz und dem Festgelände gezählt. Darunter auch einige, die erst das Kinderfest in Lemsdorf besuchten und danach, da jenes eher zu Ende war, nach Reform pilgerten. Kein Wunder, denn das Angebot war schier übergroß. Das vom Bürgerverein Reform organisierte Fest wurde von fast allen Institutionen, Unternehmen und Vermietern des Stadtteils unterstützt. Die neue Gemeinsamkeit in Alt- wie Neureform sorgte für ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Attraktionen für die ganze Familie. So konnten sich die Kinder auf 2 Hüpfbogen austoben und auf dem Karussell des Bürgervereins ihre Runden drehen, konnten sich auf Airbrush-Tattoo von der Stadtteilbibliothek Reform und auf Kinderschminken der Spielplatzpaten von Verein Barbara Platz und der Kita Schnatterentchen freuen. Das Kinder- und Jugendhaus Banane präsentierte sich mit einem Bastelstand, die Stadtsparkasse kam mit dem beliebten heißen Draht. Wir können gar nicht alles aufzählen. Vereinsvorsitzender Jens Uwe Jahns war dann auch überaus zufrieden. Ja, wir sind begeistert. Aber Reform ist ein großer Stadtteil. Altreform, Neureform, die Planetensiedlung und viele andere. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Kinderfest. Und der Spielplatz selber, wie gefällt er dir? Der Spielplatz, Keltisches Dorf, naja, der gefällt mir sehr gut. Aber mir hat die Freilichtbühne auch gefallen. Und wenn es dem Bürgerverein vielleicht eher gegeben hätte, vielleicht hätte man was mit der Freilichtbühne machen können. Aber okay, der Spielplatz ist sehr schön, ist ja auch sehr neu und ist der schönste im Stadtteil. Wie viele Akteure sind denn hier endlich heute vertreten? Von Daumen gepeilt. Kann ich zählen, aber 15 verschiedene Institutionen und Firmen aus Reform sind dabei, unterstützen den Verein, präsentieren sich hier, zeigen. Also die Wober zum Beispiel hat den Bullreinig mitgebracht, die 54 hat Dosenwerfen mitgebracht, muss ich überlegen. Die MWG hat so ein Dorfspiel mitgebracht, die Sparkasse, den heißen Draht. Es gibt ganz viele Angebote, die Stadt der Bibliothek ist dabei, die Spielplatzpaten vom Barbara Platz sind dabei, das Altenpflegeheim ist dabei, also es gibt ganz viele Akteure, und ich habe keinen vergessen. Also jetzt schreit nach einer Wiederholung, gehst du klar. Ja, aber einfach das mal zu Ende machen, dann gucken wir mal, wie sich der Verein so aufstellt. Aber wir sind sehr zufrieden, nach dem sehr erfolgreichen Osterfeuer jetzt ein schönes Kinderfest zu machen. Und wir freuen uns auch, dass es eine große Resonanz gibt. Die Kinder kriegen auch kostenlos ihr Karussell, natürlich alles, können sie alles kostenlos benutzen. Aber es gibt kostenloses Eis und eine kostenlose Zuckerwatte. Ich denke, ist für alle was dabei. Alles klar. Das Einzige, was es nicht gibt, ist Bier, weil wir mal an der Spielplatz sitzen. Ist so ihr Typ. Danke. Die MWG schickte ihre Maskottchen Susi und Tinu zum Fest ins Fort 2 und die Wober sorgte für gute Laune neben dem Bullenreiten mit dem Wobi-Spatz. Zu Gast waren auch das AWO-Spielmobil und die Ottersleber Jugendfeuerwehr mit Mitmachangeboten. Im großen Musik-Iglu konnten die Kinder Tanzgruppen der WSG Reform erleben, die Streiche vom Bio-Gaukler Janko Lemon verfolgen und mit dem Musikclown Risi Bisi singen und tanzen. Die Reformer Kinder waren zu einem Eis oder einer Zuckerwatte eingeladen. Dafür hatte der Bürgerverein in allen Kitas des Stadtteils, in der Lindenhof und in der Kükelhausschule über 1000 Gutscheine verteilt, mit denen sich jedes Kind eine süße Überraschung kostenlos abholen konnte.